Hallo, hier gibt es mal wieder ein Video von mir, und zwar Dezimalzahlen multiplizieren. Das braucht man ja bis zum Abitur und viele von euch können das immer nicht. Und deswegen dachte ich, es macht vielleicht Sinn, das nochmal kurz wieder zu wiederholen. Okay, 3 mal 0,2 wäre die erste Aufgabe. Wir denken uns, das sind 3 mal 20 Cent sozusagen. Und dann hat man natürlich 60 Cent. Also, wie ist die Regel dazu? Es gibt eine Nachkommastelle nachher. Das heißt, wir haben hier eine Nachkommastelle. Hier haben wir also im Ergebnis auch eine Nachkommastelle. Die 0 am Ende, die darf man weglassen, sodass man also auch 0,6 einfach schreiben kann. 4 mal 80 Cent wären jetzt also 3,20 Euro. Also wir können das wieder in Geld denken. Also die letzte 0 kann man weglassen. Also wären es 3,2. Warum denn eigentlich? Hier haben wir eine Nachkommastelle. Und hier bei der Zahl haben wir keine Nachkommastelle. Also muss im Ergebnis dann auch eine Nachkommastelle stehen. Und die steht genau auch da. Jetzt haben wir hier eine Nachkommastelle und da eine Nachkommastelle. Also steht im Ergebnis 0,04. Das heißt, wir haben im Ergebnis 2 Nachkommastellen. Man rechnet einfach 2 mal 2 sind 4, muss aber bedenken, dass wir 2 Nachkommastellen dann entsprechend im Ergebnis haben. Bei 0,3 und 0,3 haben wir auch 2 Nachkommastellen. Das heißt, hier kommt ein Komma hin. Wir brauchen 2 Nachkommastellen. Und wir rechnen einfach 3 mal 3 sind 9, müssen aber 2 Nachkommastellen haben. Also ist es 0,09. Bei 3 mal 4 ist es 12. Aber wir brauchen 2 Nachkommastellen. Also ist es 0,12. In der nächsten Aufgabe haben wir hier 1, 2, 3 Nachkommastellen. Also brauchen wir auch ein Ergebnis mit 1, 2, 3 Nachkommastellen. 12 mal 12 sind 144. Das sind Quadratzahlen, die müsstet ihr auf jeden Fall immer können. Also ist es 144, aber als 3 Nachkommastellen aufgeschrieben. Hier haben wir auch wieder 3 Nachkommastellen. 25 mal 25 ist 625. Also aber mit 3 Nachkommastellen ist das Ergebnis also 0,625. 18 mal 18 sind 324. Und wir zählen wir die Nachkommastellen 1, 2 beim ersten Faktor. Und eine Nachkommastelle beim zweiten Faktor macht also 3 Nachkommastellen im Ergebnis, also 0,324. Okay, nächste Aufgabe. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Nachkommastellen, also brauchen wir im Ergebnis auch 4 Nachkommastellen. 13 mal 13 sind 169, aber wir brauchen jetzt ja 4 Nachkommastellen. Also füllen wir den Rest einfach dann mit Nullen auf. Hier rechnen wir einfach 3 mal 2 sind 6. Aber 1, 2, 3, 4 Nachkommastellen. Also 1, 2, 4 Nachkommastellen. Also müssen wir entsprechend mit Nullen auffüllen. Und 4 mal 15 sind 60. 4 Nachkommastellen. Also ist es 0,0060 und das dürfen wir eben auch schreiben als 0,006, weil man die letzte 0 weglassen kann. Aber in diesem Fall war ja die 60 das Ergebnis und deswegen mussten wir diese von der 60 davon dann entsprechend 4 Nachkommastellen abzählen. Okay, vielleicht noch eine Aufgabe.
Was ist denn 3,4 mal 5? Also wir haben in der Aufgabe insgesamt nur eine Nachkommastelle. Also haben wir auch im Ergebnis nur eine Nachkommastelle. Jetzt muss man entsprechend nur 34 mal 5 rechnen. Das sind 170. Und das müssen wir so notieren, dass wir die 170 so schreiben, dass eine Nachkommastelle dabei übrig bleibt. Und dann sind es eben 17,0. Wenn wir zum Beispiel 3,4 mal 3,5 rechnen wollen, dann rechnet man ganz normal 34 mal 35, zum Beispiel in der Nebenrechnung. Und man weiß aber, man muss nachher zwei Nachkommastellen haben. Also können wir jetzt schriftlich rechnen. 3 mal 4 sind 12, 3 mal 3 sind 9 und 1 sind 10. 5 mal 4 sind 20, 5 mal 3 sind 15 und 2 sind 17. Also 0, 9, 1, 1. Und dann wissen wir also, es muss mit zwei Nachkommastellen geschrieben, ist das dann 11,90. Genau. Ich glaube, das habt ihr verstanden. Wenn man nicht das als Quadratzahlen hat, muss man es eben sonst entsprechend schriftlich ausrechnen. Okay, das war's. Euch dann wieder viel Spaß.